Die großen amerikanischen Filmstudios scheinen mittlerweile von dem Gedanken, 3D auch im Heimkino durchsetzen zu wollen, wieder abgekommen zu sein. 3D-Blu-rays großer Kinofilme erscheinen entweder nicht mehr im Steelbook oder wie im Fall von Star Wars überhaupt gar nicht mehr. Ein Trend, der wahrscheinlich bei einigen Filmfans die Stirne ins Runzeln bringt und der absolut unverständlich ist, bis man diesen Film gesehen hat. Dem russischen Film Survival Game gelingt nämlich eine derartige fantastische Leistung in Sachen 3D, dass dagegen sogar große Hollywood-Blockbuster mit Budgets im dreistelligen Millionenbereich aussehen wie kleine Amateurfilme. Und ja, ich meine jedes einzelne Wort in diesem Satz. Survival Game ist in Sachen Realfilm aktuell meine absolute 3D-Referenz. Ein Film, der wirklich fantastisch aussieht, der nicht nur in seinen Science-Fiction-Zügen ein großartiges Set-Design und eine generell großartige visuelle Aufmachung bietet, sondern der diese auch mit absolut genialen 3D-Effekten umsetzt. Aber alles der Reihe nach. Mafia, so der Film im russischen Original, ist eigentlich ein Gesellschaftsspiel, das man hierzulande unter dem Titel Werwolf-Spiel kennt. Dabei geht es um eine Gruppe, die eingeteilt ist in Zivilisten bzw. eben Mafia-Mitglieder oder Werwölfe. Die Zivilisten haben die Aufgabe, die Mafia-Mitglieder oder Werwölfe zu finden und diese haben dann die Aufgabe, jeden Tag in der Nacht einen der Zivilisten zu töten, solange bis nur mehr einer übrig bleibt. Das ist im Fernsehen der Zukunft zu einem großen TV-Highlight avanciert und dominiert eigentlich die Fernsehlandschaft. Dort hat das Ganze allerdings einen etwas höheren Preis. Ein höheres Preisgeld, nämlich um genau zu sein, 1 Milliarde bekommt der Sieger des Spiels. Alle anderen haben allerdings das Problem, dass wenn sie im Spiel sterben, sie tatsächlich sterben. Und das sind dann auch die Momente, wo der Film mit seinen 3D-Effekten so richtig punkten kann. Ja, sogar die Dialogszenen im Fernsehstudio sehen absolut hervorragend aus, aber wenn die Leute in dem Film sterben, dann werden sie mehr oder weniger in so eine große Albtraumkugel hineingeschoben und sterben dort im Rahmen ihrer persönlichen Albtraum-Szenarien. Und da ist dann so ziemlich alles dabei, auf dem offenen Meer von Haien umzingelt zu sein, bei einem Flugzeugabsturz dabei sein zu müssen, bei einer Gefängnisschlägerei verprügelt zu werden, beziehungsweise auch durch einen Wald vor einem Blitz zu flüchten. Hier wird extreme optische Abwechslung geliefert und das ist es dann im Endeffekt auch, was den Film zu einem derartig abwechslungsreichen und visuellen Spektakel macht. Die Handlung ist das allerdings leider nicht. Survival Game spielt zu einem großen Teil in dem Fernsehstudio und beschäftigt sich übermäßig mit der Frage, wer in dem Film eigentlich die Zivilisten und wer die Mafia-Mitglieder sind. Das große Problem: dem Zuschauer ist die Antwort auf diese Frage mehr oder weniger egal. Das Werwolf-Spiel an sich hatte für mich immer den Flair, dass man dabei versucht, eben wirklich über die Gespräche heraus zu kitzeln aus den anderen Leuten, welcher Gruppe sie jetzt tatsächlich angehören. Das ist in dem Film eigentlich nicht möglich, sodass irgendwie das Potenzial, das viele Gerichtssaal-Krimis und Dramen ausnützen, absolut nicht genützt wird. Dazu bekommt man zwar am Anfang des Films einige Details über die Hintergründe der jeweiligen Akteure, die Charaktere bleiben einem aber trotzdem mehr oder weniger egal. Insgesamt ist der Film dadurch leider bestenfalls durchschnittlich und über weite Strecken sogar relativ langatmig, bleibt aber wegen seiner großartigen Inszenierung und der fantastischen 3D-Effekte dennoch ein absolutes Highlight, das meiner Meinung nach jeder mit einem 3D-fähigen Equipment zu Hause gesehen haben muss. Bei mir ist jetzt übrigens die deutsche Blu-ray von Cape Light im Steelbook gelandet und die möchte ich euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check näher vorstellen. Nachdem wir uns jetzt bereits mit dem Film an sich auseinandergesetzt haben, ist jetzt die Blu-ray-Verpackung an der Reihe. Cape Light veröffentlicht den Film im Blu-ray 3D Steelbook, das allerdings wieder einen Quarter-Slip bietet, wo eben dann auf dem Backcover die technischen Details untergebracht sind. Bevor wir uns jetzt dann das eigentliche Steelbook vorknöpfen, blättern wir auch gleich einmal nach hinten und schauen auf diesem Backcover auf die verschiedenen Filmbilder, auf die Inhaltsangabe, auf Cast and Crew
Screw-Angaben sowie die technischen Details zur Blu-ray. Was euch an der Stelle wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass es keinen Punkt über das Bonusmaterial auf der Blu-ray gibt. Das hat einen relativ einfachen Grund. Es gibt keins. Die einzigen Extras auf dieser Blu-ray sind leider Trailer. Aber wir können jetzt einmal dieses Backcover-Blatt, das nicht am Steelbook angeklebt ist, entfernen und uns das eigentliche Steelbook-Artwork anschauen. Und das ist nicht nur absolut fantastisch, sondern repräsentiert den Look des Films meiner Meinung nach perfekt. Sollten euch also die Bilder, die ihr jetzt auf dem Steelbook sehen, gefallen, dann wird euch auch Survivor Game in Sachen visueller Inszenierung gefallen. Wir sehen auf dem Frontcover mehr oder weniger die Credit- und Intro-Sequenz des Films, wo jemand auf dem Motorrad in Richtung des riesigen, man könnte fast sagen Resistance-esken Fernsehstudio-Gebäudes fährt, was, finde ich, in Sachen Steelbook hervorragend umgesetzt wurde. Wir bekommen einen Hintergrund, der den metallischen Effekt des Steelbooks durchlässt. Wir bekommen sogar eine schön akzentuierte Unterstreichung des Filmtitels, aber eben auch viele Effekte und Bildelemente, die den metallischen Effekt nicht durchlassen. Das Einzige, was mich persönlich an dem Frontcover-Artwork des Steelbooks bzw. generell am Steelbook an sich stört, ist die Tatsache, dass es sich um ein Hochglanz-Steelbook handelt. Aber das ist natürlich Geschmackssache und wird bei Cape Light auch niemanden mehr überraschen. Schauen wir jetzt einmal auf das eigentliche Backcover und auch das bietet meiner Meinung nach absolut großartiges Design. Wir sehen oben mehr oder weniger den mit Schläuchen befestigten Kopf, der, könnte man sagen, das Fernsehspiel mit in Gang hält und sehen dann darunter eine Sequenz aus dem Film, nämlich die mehr oder weniger Gefängnisschlägerei. Ebenfalls hervorragend akzentuiert und Steelbook-technisch aufbereitet, was man gut erkennen kann, wenn man das Steelbook hin und her bewegt. Schauen wir jetzt einmal ins Innere des Steelbooks. Da bekommen wir auf der linken Seite einen Werbeflyer für andere Veröffentlichungen von Cape Light und natürlich wie gewohnt auf der rechten Seite die Blu-ray-Disc an sich, die den Film sowohl in 3D als auch in 2D enthält. Das Innenartwork des Steelbooks zeigt mehr oder weniger das Fernsehstudio. Wir haben da auf der rechten Seite die beiden Hauptcharaktere, sehen dann hier eigentlich wie in Alien diese Bänke, in denen dann die Kandidaten Platz nehmen und darüber schwebend eben diese Albtraumkugel, in der die Verlierer dann hineingeschoben werden. Ein eigentlich absolut großartiges Bild, das auch den 3D, den metallischen Effekt des Steelbooks sehr gut nützt. Das Einzige, was dieses Artwork meiner Meinung nach noch besser gemacht hätte, wäre, wenn es nicht in Schwarz-Weiß gedruckt worden wäre, sondern in Farbe mit knallbunten Effekten, weil das hätte bei diesem Film, finde ich, wirklich noch viel gebracht. Survivor Game erscheint mit der Blu-ray von Cape Light zum allerersten Mal in deutscher Sprache in High Definition und deswegen möchte ich euch wie gewohnt im folgenden Segment von Playzockers Blu-ray-Check einige Screenshots aus dem HD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder in keinster Weise verfremde oder verändere, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in meiner folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität entsprechen kann. Außerdem ist es mir logischerweise nur möglich, Screenshots der 2D-Fassung zu machen. Ich denke aber, wenn jetzt hier die ersten Bilder über eure Bildschirme flackern, werdet ihr sofort das Potenzial für großartige Arbeit mit Ebenen und eben 3D-Effekte erkennen. Und ja, keinen einzigen davon lässt der Film ungenützt. Selbst hier in den 2D-Screenshots kann man meiner Meinung nach erkennen, dass diese Blu-ray auf absolutem Referenzniveau ist. Cape Light serviert den Film in fantastischer Bildqualität mit einer tollen Schärfe und einer absolut beeindruckenden Detailzeichnung, was natürlich auch dadurch begünstigt wird, dass der Film sehr, sehr viele CGI-Effekte bzw. digital zusammenkopierte Szenen bietet, was sowohl bei der 3D-Inszenierung bzw. auch hier bei den Screenshots sehr gut funktioniert. Das Bild bleibt außerdem die ganze Zeit hindurch komplett ruhig, bietet keinerlei auffällige Rausch- bzw. auch Kompressionsunruhen und kann damit insgesamt wirklich
einfach nur beeindrucken. Und genauso gut wie das Bild ist im Fall von Survival Game auch der Ton, der respektive in der deutschen Synchronfassung, die ich gesehen habe, fantastische Effekte, eine tolle Dialogverständlichkeit und außerdem eine wunderbare räumliche Abmischung bietet. Survival Game ist ein klassischer Fall von einem Film, der zwar für sich genommen nicht wirklich beeindruckend ist, aber durch seine Inszenierung genau das wieder gut macht und im Endeffekt ein Release von Capelight ist, den keiner 3D-Blu-ray-Sammlung eigentlich fehlen dürfte. Der Film bietet zwar eine relativ maue Story und eine eher langatmige Inszenierung, punktet aber mit seinen kreativen Albtraum-Szenen bzw. einer beeindruckenden visuellen Präsentation in Sachen in Bezug auf die verschiedenen Bildelemente bzw. natürlich auch insbesondere eine tolle 3D-Inszenierung. Die Blu-ray von Capelight ist absolut fantastisch, bietet tolle Bild- und Tonqualität. Das Einzige, das mich persönlich an dem Release stört, ist, dass es mit der Ausnahme von Trailern kein Bonusmaterial gibt, dass das Steelbook Hochglanz ist bzw. das Innenartwork in Schwarz-Weiß, aber gerade vor allem das Hochglanz-Steelbook wird viele von euch natürlich nicht stören. Was man positiv natürlich noch hervorheben muss, ist, dass das Steelbook für das, wie das Design aufbereitet ist, hervorragend gemacht ist und dass vor allem sowohl innen als auch außen der metallische Schimmer des Steelbooks sehr gut zur Geltung kommt. Survival Game ist damit ein Film und ein Release, den jeder Besitzer von 3D-fähigen Equipment zumindest gesehen haben sollte.